Radio 1. 16 und 2. Mein Name ist Olli Schulz. Warum sage ich ja nicht immer meinen Namen? Mein Name ist... Ich bin ihr menschliches und sportliches Idol, Joko Winter. Mein Gott, es ist ein strahlend blauer Himmel. Naja, leichte Puderzuckerwolken liegen auf der blauen Himmelsschicht. An uns fährt ein Wagen vorbei mit einem Hund, der gerade rausguckt. Mit einem Dackel. Die Menschen beginnen gerade ihr Tageswerk. Joko, kannst du dich noch daran erinnern, wann du deinen ersten Döner gegessen hast? Meinen ersten Döner? Den allerersten Döner in deinem Leben. Den habe ich, glaube ich, bei uns, ganz langweilige Geschichte, bei uns zu Hause gegessen. Also zu Hause, im Sinne von meinem Vater hat Döner mitgebracht. Aus Gladbach, wo du herkommst? Richtig, ja, noch ein bisschen weiter Schwalmtal, ein ganz kleines Nest, ein verschlafenes kleines Nest. Und da hat damals Jasmin Döner aufgemacht und die hatten die geilste Soße. Die haben nämlich Mayonnaise und Tomatenketchup zusammengerührt und haben jahrelang ein riesen Geheimnis rausgemacht. Und ich dachte immer, ich kenne den Geschmack doch irgendwo, ja. Und irgendwann habe ich Pommes rot-weiß gegessen und in dem Moment, wo ich die Pommes durch rot und weiß gezogen habe, hat sich die Farbe gebildet, die Soße von Jasmin Döner hatte. Und ich habe reingebissen, es hat genauso geschmeckt und dachte mir so, die blöden Penner haben immer jahrelang ein Geheimnis rausgemacht, was das für eine geile Soße ist, und es war einfach Ketchup mit Mayo. Man kann ja auch sagen, dass der Döner damals noch nicht so fortentwickelt war, wie er es heute ist. Ich erinnere mich noch an meinen Döner sehr gut. Das war in Hamburg in der Schanze, im Schanzenviertel in Hamburg. Da habe ich 1990, glaube ich, das erste Mal einen Döner gegessen. Da war der Döner das neue Ding und der war noch nicht getoastet. Also das Brot war nicht getoastet. Der Döner war da einfach drin und da wurden noch zwei Tomatenscheiben reingelegt und irgendwie eine Tzatziki-Soße rübergelegt und es hat eigentlich nicht geil geschmeckt. Also die Weiterentwicklung des Gyros Pita, ne? Das darf man wahrscheinlich nicht laut sagen, aber das war, fand ich so, ich habe auch zuerst Gyros gegessen. Ich auch, Gyros Pita, da war mit diesem Brot, was ummantelt wird von dem Gyrosfleisch. Ja, genau, richtig. Das war in München-Gladbach auf dem alten Markt, gab es einen super Laden, so mit meiner Schwester und ihrem damaligen Freund Stefan. Haben die Türken sich an den Freund Stefan, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber jetzt erstmal die große Frage. Meinst du, die Türken haben sich orientiert an den Griechen mit der Pita und haben versucht, etwas Ähnliches zu entwickeln, was sie als volkstraditionales Gericht verkaufen können? Ich glaube ja, dass das beides Gerichte sind. Ich habe sie noch nie in der Türkei als auch in Griechenland gegessen. Die es so auch gar nicht in der Türkei oder in Griechenland gibt, oder? Die sind für den stumpfen Deutschen entwickelt worden. Das ist einfach das Marketing. Das ist einfach pures türkisches Marketing, was hinter dem Döner steckt. Das werden wir heute hinterfragen, noch vieles mehr. Die große Frage, die wir uns stellen, was ist eigentlich momentan das Fastfood-Essen Nummer 1? Ups, im Hintergrund. Wurde einer erschossen. Ja, genau, wir sind in Kreuzberg. Hinter uns wurde gerade einer erschossen, aber alles halb so wir wild. Wir machen weiter, wir sind Profis. Genau, die NASA hört auf, wir fliegen weiter. Hier sind Joko Winterscheid und Olli Schulz, heute auf der Suche nach dem Fastfood-Essen Nummer 1 in Berlin. Wir werden ein bisschen hinterfragen, ein bisschen rumlaufen, die Dönerproduktion unter die Lupe nehmen und noch vieles mehr. In unserer Sendung 16 um 2, nee, umgekehrt. Nee, 16 um 2 ist richtig, aber welche Dönerproduktion? Gehen wir in eine Dönerproduktion, da weiß ich nichts von. Ja, das ist noch eine Überraschung, da habe ich noch was vorbereitet. Gehen wir wirklich? Nein. Nee, aber wir... Ah, Jonas ist wieder dabei, die schüttelt den Kopf. Du laberst immer eine Scheiße, nur um die Hörer dran zu halten, ne? Aber finde ich gut. Erstmal ein bisschen Musik. Hier ist der erste Song ihrer Wahl. Danach geht's los. Burger essen mit Olli Schulz und Joko Winterscheid. Bis gleich. Radio 1. Nur für Erwachsene. So, hier, berühmter, beliebter, vor allem bei den Zugezogenen, glaube ich, beliebter Burgerladen, Bürgermeister unter der Schlesischen Brücke. Ich frage mich immer, meinst du, gehen da nur Touris hin und Zugezogene oder geht auch ein Berliner hin? Ich glaube, die haben halt den Vorteil, in sämtlichen, Touri-Führern zu sein, ne? Weil die halt einfach eine Institution sind, was Burger angeht. Das ist auch mein Lieblingsburgerladen sogar. Ist es wirklich? Ja, ist wirklich. Aber weil du keinen anderen kennst? Nee, ich kenne auch den Bird hier in Prenzlauer Berg und am Rosenthaler Platz sehen. Und Kreuzburger ist der einzige, wo ich noch nie gewesen bin, wo mir alle sagen, die müssen auch unglaublich geil sein. Ne? Da können wir gleich nochmal hinfahren. Ja, wir haben eine Menge vor heute, würde ich sagen. Ne? Wir haben eine Menge vor und wir werden uns ins Innere der Dönerproduktion begeben. Wie geht das? Wir werden uns beide mit Fleisch umlegen lassen und dann werden wir uns von außen rösten. Hier ist noch ein bisschen Musik, während wir auf dem Weg sind zum Bürgermeisterladen. Das ist der Chef, ne? Morgen. Morgen. Moin. Da. Was geht? Joko, das ist der Olli. Wir wollen dich zwei Fragen stellen. Ist es dein Laden? Ja. Es geht eigentlich nur um Hamburger und Döner, ne? Wir machen gerade eine große Umfrage. Also... Spaß alles. Ganz entspannt. Eine Frage an dich. Sag mal, meinst du, der Hamburger läuft so langsam dem Döner den Rang ab? Es machen immer mehr Hamburgerläden in Berlin auf. Ich hoffe, dass es nicht dem Döner den Rang... ich hoffe, dass es wenig Burgerläden bleiben, damit man es auch zu schätzen weiß. Der Laden ist ja hier immer gerammelt voll. Der läuft vom Tag 1 an, glaube ich, perfekt, kann man sagen, oder? Seit Tag 12 läuft es perfekt. Tag 12 ungefähr. Hast du 11 Tage lang gedacht, scheiße, ich muss den Laden wieder zumachen? Nee, ich habe halt gedacht, ich habe jetzt nicht nochmal einen Laden, so wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich drin arbeiten, ich habe meinen Arbeitsplatz. Aber so in der zweiten Woche ging es schon richtig ab. Wie lange gibt es jetzt Bürgermeister? Wir sind jetzt im sechsten Jahr.
Sachsen, ja. Und das ist eine Goldgrube. Ich bin hier so oft dran vorbeigefahren. Ich wohne um die Ecke. Und die das ist der beste Burgerladen, ganz ehrlich. Mein Lieblingsburgerladen. Kann auch mal, ja, sagen. Muss ich ja auch mal sagen. Ich will keine Werbung machen, aber ist wirklich so. Aber weißt du, was mich manchmal nervt? Ich muss eine Sache, ich muss mal einmal mich kurz beschweren. Ich fahre hier so oft längs und denke, oh, ich habe so einen Bock auf einen Burger vom Bürgermeister. Und es ist so voll, dass ich vorbeifahre, weil ich keinen Bock habe, eine halbe Stunde zu warten. Kann ich, weil ich Radiomoderator bin, irgend so einen Pass von dir kriegen, dass ich immer ganz schnell einen Hamburger kriege? Hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Alle wichtigen Moderatoren haben meine. Und warum habe ich noch keinen? Dann muss ich noch nicht wichtig genug sein. Mann, ey! Ich habe auch keinen. Ja, deswegen sind wir heute hier. Also, meinst du wirklich, der Hamburger ist keine Konkurrenz zum Döner? Dönerläden gibt es immer noch mehr, oder? Ja, weil guck mal, der Dönerläden, so ein Döner kann quasi jeder machen. Und mit einem Hamburger musst du dich beschäftigen. Da musst du einfach mit dem Fleisch, du musst richtige Leute haben. Hier sind auch Leute, die irgendwie mehr verdienen als 50 Euro in 10 Stunden. Die sprechen auch Deutsch und Englisch und Französisch. Da muss man sich mit beschäftigen und da kannst du auch nicht jeden ranlassen. Und nicht jeder hat wirklich Bock darauf, sich so viel Arbeit zu machen. Hast du das selber kreiert, den Burger, sag ich mal, die Gewürzmischung für das Fleisch und so, hast du das selber ausgedacht? Ja. Du bist ein Genie. Wie bist du denn auf dieses, was ist ein altes Pisshäuschen, ne? Das ist ein altes Pisshäuschen. Ich habe irgendwann mal drüben beim Döneressen gesessen, morgens, glaube ich, um 7 und war völlig verstrahlt und musste pissen. Und dann habe ich das Schmuckstück gesehen und habe gedacht, hey, da muss man was draus machen. Schwer. Viele Klinken putzen bei den Ämtern. Irgendwann nach 2 Jahren hat es dann funktioniert, ist man aufmerksam geworden und Dr. Schulz, der Stadtrat, großartiger Mensch, hat mir dann die Erlaubnis dafür gegeben. Aber das ist ja auch, ne, muss man sich auch mal vorstellen, du hast 2 Jahre lang Klinken geputzt, um hier reinzukommen. Also viele andere würden auf dem Weg dahin verhungern und du hast immer an deinen Burger geglaubt. Ich war auch kurz davor, ich war echt kurz davor zu sagen, ey, fickt euch. Nee, doch, zwischendurch habe ich auch gesagt, fickt. Aber dann habe ich gedacht, nee, Alter, jetzt gehst du noch mal los. Und da habe ich dann tatsächlich, dann nach 2 Jahren habe ich auf Anhieb den richtigen Menschen gefunden. Jemand vom Denkmalschutz. Und da war meine größte Angst. Denkmalschutz war meine größte Angst. Aber der war unser Fürsprecher und dann wurden uns auch alle Türen geöffnet. Was bist du für ein Landsmann? Türke. Warum macht ein Türke einen Burgerladen und keinen Dönerladen? Weil es genug Döner wahrscheinlich gibt, ne? Irgendwann mache ich einen Dönerladen. Irgendwann mache ich einen geilen. Dein Lebensstil? Einen geilen Dönerladen, einen richtig guten Dönerladen. Ja. Was unterscheidet einen guten? Woran erkennt man als nicht? Du wohnst wahrscheinlich auch in Kreuzberg, oder? Ja. Ich auch schon jetzt seit 8 Jahren. Aber ich frage mich immer noch, woran erkennt man einen guten und einen schlechten Dönerladen? Am Spieß, wenn du da irgendwie eine Substanz siehst, Stückchen und nicht irgendwie so eine Hackmasse, weißt du, dass du richtig bist. Das klingt gut. Gibt es für dich Pläne zu expandieren oder bleibst du bei dem einzigen Hamburger Laden hier? Wir werden nicht einzigartig bleiben. Also wir werden uns irgendwann, wir sind schon auf der Suche nach einem zweiten Laden. Wir werden uns schon expandieren. Und irgendwann wird man dich gar nicht mehr so zu greifen kriegen, hier einfach so morgens mal vom Laden, weil du wirst dann so ein Mr. McDonald werden, oder was? Nee, bestimmt nicht. Also es werden maximal werden es 2 Läden. Und das ist auch aus gutem Grund, weil wir jetzt noch eine Fleischproduktion haben. Eine eigene? Wir haben eine eigene Fleischproduktion. Eigene Kühe oder was? Nee, keine eigenen Kühe, aber wir haben eine Fleischerei und eine Küche damit. Da arbeitet auch ein Fleischermeister und da arbeitet auch eine Sekretärin und so. Und das muss sich rentieren und deswegen brauchen wir einen zweiten Laden. Letzte Frage, wann macht ihr heute auf? Ich habe einen Mörderhunger. Um 11, quasi gleich. Dann sind wir gleich nochmal da, oder? Ja, dann drehen wir. Nicht um 11? Schaffen wir nicht. Das ist auch so eine Gleitzeit. Warum kenne ich deine Stimme? Warum du meine Stimme kennst? Vielleicht bin ich dein Gewissen. Wow. Wenn du noch einen brauchst, mit dem du einen Laden aufmachen willst, ne? Mein größter Traum, kein Scheiß, ein Burgerladen. Ich bin sofort dabei. Wer bist du? Joko ist mein Name. Ja, ich habe mich aber eingangs vorgestellt. Ja, aber ich schnell. Nee, während die beiden jetzt anfangen, sich hier Geschäftspläne zu machen, hören wir ein bisschen Musik. Hier ist Olli Schulz. Joko Winterscheid hat seinen neuen Hamburger Geschäftsmann gefunden. Sie unterhalten sich gerade. Wir hören ein bisschen Musik. Hier ist Time is Money von Eddie Money oder so. Keine Ahnung. Irgendein guter Song. Radio 1, 16 und 2 mit Olli Schulz und Joko Winterscheid. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Döner oder Hamburger? Nee, ich bin Berliner, hier geboren. Ja, was Sie lieber? Spitzen Antwort. Sehr gute Antwort. Wie gut, das ist die Wahrheit. Das nee, Döner oder Hamburger? Essen Sie lieber Döner oder Hamburger? Normalerweise deutsche Küche Eisbein. Top Typ. Danke. Döner oder Hamburger? Nee, ich bin Berliner, finde ich großartig. Döner oder Hamburger? Sorry. Hey, blöder Touri.
Wer ist denn der Turi? Ja, genau. Wirklich, ey. Hat die dir mit dem Mikrofon vom RBB gerade gesagt, das ist ein Turi? Ja. Die Schlampe. Das ist ja wirklich unglaublich, oder? Ich meine, blöde, hat sie wirklich gerade blöder Turi gesagt? Och, wenn Sie sehen können, wie der Olli jetzt guckt, Olli, die meint das nicht so. Ernsthaft. Absurde Beleidigung, bitte. Jemanden blöden Turi zu nennen, das ist doch keine Beleidigung. Ich muss erstmal eine rauchen, das ist mir alles zu emotional heute Morgen. Es ist wirklich unglaublich. Wir hören, wollen wir für die Dame Smack My Bitch Up von The Prodigy hören? Für die Dame spielen wir gleich den Song I Wanna Fuck You Like a Hammer. Hier ist MC Hammer. Hier ist Radio 1, der Sender mit dem Niveau, das sie sich nie gewünscht haben. Genau. Joko, wir besuchen jetzt mal einen Bekannten von mir, Beat Gottwald. Kennt ihr den? Manager von KIZ, unter anderem von Casper und all solchen Freaks. Ja, kenne ich. Kraftklub, glaube ich auch, ne? Ja, und der Typ sieht immer so aus, als wenn er sich wahnsinnig ungesund ernährt. Deswegen würde ich immer fragen, was für ihn hier wichtig ist im Kreuzberger Kiez, was der so frisst den ganzen Tag. Wie überlebt so ein Manager eigentlich? Der Typ kann doch gar nicht alleine kochen. Warte mal, sind wir hier schon richtig? Nee, noch einen weiter. Ja, noch eine weiter, ne? Noch eine weiter. Hier im Keller ist auch das Studio von denen, ne? Genau hier sind wir. Wir sind im Inneren. Der da auch? In dem Kerstding? Nee, der wohnt aber da drüber. Ja. Hier ist das Studio von denen. Richtig. So, jetzt gehen wir mal. Einen großartigen Hit aufgezeichnet. Mein Name ist Joko. Ah, du kannst Joko nicht anfassen. Du kannst Joko nicht anfassen, genau. Super. So, hier sind wir richtig. Nummer 13, wo muss ich klingeln? Landstreicher-Booking. Weißt du, dass wir kommen? So, da sind wir auf dem Hinterhof. Hier ist das Imperium von Beat. Und da sitzt er auch schon. Ha! Servus, Beat. Hey, alles klar? Ey, wir haben nur mal eine Frage wegen Fressen bei dir. Wie es aussieht bei dir mit Fressen. Also, ja, ganz gut. Hast du was mitgebracht? So, bezahlt man euch nicht gut beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Doch, aber ich wollte nur wissen, was du so den ganzen Tag frisst. Das würde mich mal interessieren. Weil du als ein Mann, der auch mit vielen Menschen unterwegs ist. Ich kann euch sagen, ich esse entweder Döner oder Hamburger. Wirklich? Ja. Das ist unser Thema heute. Ach. Das passt perfekt. Aber du bist ja auch sehr häufig mit Künstlern unterwegs. Und wir dachten so, ne, da ist ja dann auch mal wenig Zeit für Essen. Du führst ein schnelllebiges Leben. Hat man überhaupt Zeit, sich mal richtig eine Portion gutes Essen zu holen? Pommes. Manchmal, aber man freut sich auch über so einen Burger, wo ich gehört habe, dass Fleisch von über 1000 verschiedenen Rindern in einem Cheeseburger steckt. Ist das geil? Das ist dann so eine Melange. Naja, Fleischmelange. Irgendwo reingeworfen und dann kriegt jeder von 1000 Rindern das gute Gene. Oh, wenn man sich das so überlegt, ne? Das alleine in Münster, wie heißt es nochmal, in Ostwestfalen oder was ist, ne? Da ist der größte Schlachthof Deutschlands, da werden jeden Tag 20.000 Rinder getötet. Der Birkenhof oder der Wiesenhof oder sowas? Keine Ahnung, da geht der Typ, der die Rinder da killt, der rennt einmal quer über die Wiese mit der Kettensäge und läuft amok. Das muss die Hölle sein. Der hat auf jeden Fall ein schlechtes Karma, glaube ich. Ich habe gehört, dass man in Kambodscha auf den Killing Fields, also für amerikanische Touristen, mit einer Panzerfaust auf Kühe schießen darf. Ich weiß, für $500. Aber großartige Dokumentation von Louis Theroux auf der BBC. Ja. Das Perverse ist nur, es kostet $500, mit einer Panzerfaust eine Kuh zu erschießen. Die Kuh allerdings kostet nur $50 und der Schuss von einer Panzerfaust kostet $450. Deswegen ist es so teuer. Das Schlimme ist aber, wenn du mit einer Panzerfaust auf eine Kuh geschossen hast, dann weißt du gar nicht, ob du getroffen hast, weil danach eh nichts von übrig bleibt. Ja, vor allem, du kannst hier nicht mehr als Burger weiterverarbeiten. Nee, das ist doch das Schlimme. Ja. Kannst auch nichts mehr nach Hause nehmen. Das ist doch ähnlich wie bei dem Schlachthof wahrscheinlich irgendwie. Stell ich mir das so vor, ist auch ein Killing Field. Absolut. Ah, das muss echt ein schlechtes Karma sein. Ich habe jetzt richtig Hunger gekriegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Beat, kommst du mit Burger essen? Auf jeden Fall. Mensch, das gibt's ja gar nicht, wenn man hier alles auf der Straße trifft. Da ist Jan Plefka, Sänger von Selig. Den muss ich auch dringend mal ansprechen. Hallo, junger Mann. Darf ich Sie mal ganz kurz ansprechen? Moin. Entschuldigung, eine Frage hätte ich. Was ist besser, Döner oder Hamburger? Was ist dein Lieblingsgericht? Hamburger. Hamburger, warum nicht der Döner? Ist der Döner vielleicht ein bisschen abgelaufen? Ist die goldene Zeit des Döners vorbei? Nee, ich war nie wirklich ein Döner. Ich war nie ein Döner. Die müsst ihr fragen. Suse. Was, Döner oder Hamburger? Suse. Hallo. Was ist denn hier los? Suse, Döner oder Hamburger? Hamburger. Hamburger, warum? Ist die goldene Zeit des Döners abgelaufen? Nur die letzte Frage. Ja. Sie sind hier live beim Machtwechsel dabei. Der Hamburger übertrümpft den Döner. So, hier ist Radio 1, hier ist Olli Schulz, hier ist Joko Winterscheid und Beat Gottwald haben wir an unserer Seite, den wir mit herausgerissen haben aus seinem tristen Alltag, der mit uns jetzt ein Burger essen geht.
Chili Cheeseburger mit diesen Kartoffelecken. Ach, guck mal, wie du den Laden hier kennst. Ne? Eben noch. Ich gehe immer nur zu dem Nudelmann da vorne. Die Nummer 15, verdammt, Alter, hat einer bestellt. Mann, ey, sind die alle taub oder was? Drei? Drei normale Cheeseburger. Ich nehme noch eine Cola dazu. Die nehme ich mir. Cola. Aus Amerika, das Getränk, das Erfrischungsgetränk Nummer 1 aus Amerika. Aber ich bin erstaunt bei dir, Beat. Eben hast du noch gerade gesagt, du isst am liebsten hier asiatischen. Du hast eine Bestellung abgegeben, als wenn du hier manchmal im Schlaf schon morgens hingeschoben wirst, wo du dich so auskennst. Ja, ist auch schon vorgekommen. Ja. Das mich entlarvt. Alles rausgekommen, ne? Hier. So, wir sind gerade am Bürgermeister, unserem Burgerladen Nummer 1 bis jetzt. Wir werden noch einige Burger heute verdrücken. Ist es richtig, Joko? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben so viel Zeit schon mit Umfragen und weiß nicht was verbracht. Aber wir sind auf einem guten Weg, vielleicht einfach noch einen weiteren Laden herauszufinden. Wir haben Jan Plefka gerade von Selig getroffen. Ja, den wir nicht vorgestellt haben, den wir einfach so interviewt haben. Nee, den habe ich dann vorgestellt. Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Den haben wir getroffen. Es ist ein buntes Treiben. Jetzt sitzen wir hier mit Beat, dem Plattenmongol, Manager-Mongol Nummer 1 in Berlin. Herrn Bono noch zurückrufen, den hast du eben abgedrückt. Stimmt eigentlich. Ja, Beat, der immer busy ist, den wir ganz kurz mal entführt haben aus seinem nervigen, stressigen Alltag und der mit uns zusammen einen Burger isst. Ich habe ja einen Vertrag mit Joko. Ach so, wirklich? Ja. Dass du was mit ihm machen musst? Na, ich will eigentlich mit ihm eine Platte aufnehmen. Da musst du leider völlig untalentiert. So, da kommen die Jungs mit den Burgern auch. Ich habe so mega Hunger. Das ist ja hier, Mensch. Du, ich nehme mal das Mikro, ne? Du hast ja noch nie gegessen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, wenn du das erste Mal in einen Burgermeister beißt. Ich habe schon mal hier gegessen, so ist es nicht, aber heute noch nicht. Also. Ja, meine Güte. Lass mich doch einfach mal... Ja, okay, ich weiß einfach. Das Käse im Mundwinkel. Ja, sehr lecker. Aber wirklich hammerlecker. Die haben super leckeren Käse. Und das Fleisch ist frisch. Ich muss jetzt essen, sorry. Also, dann machen wir eine kleine Pause. Wir können ja ein Lied hören. Beat, den wir eben abgeholt haben, der Musikmanager Nummer 1 dieses Landes. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir Kraftklub mit Kein Liebeslied. Hervorragend, das läuft. Und ich grüße meine Oma in Wanne-Eickel. Hey. So, voll gefressen kommen wir gerade aus dem Burgerladen. Das war fantastisch, oder? Beat, dein Resümee. Bester Burger. Wirklich ein Hammerburger, oder? Ich bin glücklich, geil und satt. Ich bin auch glücklich, aber jetzt kommt der Hammer, jetzt gehen wir Döner essen. Ja. Na, Beat, kommst du noch mit Döner essen? Nee, ich bin raus. Du bist raus. Cool, dass du mal mit dabei warst. Wir haben dich rausgeholt aus deinem tristen Manager-Alltag. Auf jeden Fall, könnt ihr öfters machen. War mir eine große Freude. Bist du dabei, nächste Sendung wieder? Irgendwas, irgendeine Scheiße machen mit uns? Klar. Cool, Mann. Na, Prinzenbad. Ja. Prinzenbad, genau. Hey, Freibad, ach, wie schön. Hey, Beat, alles Liebe, alles Gute. Macht's gut. Danke. Abklatschen. Ciao. Mensch, du. Das war der Beat Gottwald, ne? Kennst du auch? Beat Gottwald, guter Typ. Bunter Hund, ne? Bunter Hund, kennst du alle, ne? Arbeitet nur mit den Besten und ist auch ein ganz, ganz guter Typ. Ist aber auch so richtig. Wirklich. Also ein richtiger Manager-Typ aber auch, ne? Nee, finde ich gar nicht. Stimme, so, ja. Laute Manager-Stimme. Ich finde, er müsste mal aufhören, Anzüge zu tragen. Das stimmt. So. Jetzt geht es weiter. Wir haben auf alle Fälle festgestellt, der Burger ist wirklich sehr, sehr gut, gerade wo wir gegessen haben. Wir machen ein bisschen. Das klingt jetzt schon, jetzt wird es mir ein bisschen zu werbisch, da muss ich jetzt mal eingreifen. Das ist halt, das ist ein super Burger. Ja. Es gibt bestimmt auch noch andere Orte, wo man gut Burger essen kann, aber ich glaube, wir werden dem nicht gerecht werden heute, da noch so viel. Wir können da mal so eine, vielleicht machen wir mal so Burgerwochen bei Radio 1. Letztes Mal habe ich ins Mikro gerübst, das könnte ich jetzt gleich wieder tun. Ja, mal doch. Mein Telefon klingelt. Das gibt wieder Ärger von Radio 1-Hörern. Ins Mikro rüsten, das macht man einfach nicht. Radio 1, 16 und 2. Mit Olli Schulz und Joko Winterscheid. Liebe Radio 1-Hörer, trotz der ganzen Fleischfresserei, die wir heute veranstalten für Sie, wollen wir natürlich nicht vergessen, das sind wahnsinnig viele Tiere, die da immer gegessen werden. Ich für meinen Teil, jetzt kommt mein pädagogischer Auftrag für die Sendung heute, esse nur noch einmal die Woche Fleisch. Marion, unsere kleine süße Redakteurin, ist dabei. Wie oft isst denn du so Fleisch in der Woche? Ja. Mehr als einmal? Ja, doch, mehr als einmal. Du siehst auch ein bisschen fleischig aus. Aber gesund fleischig. Du bist blöd. Nein, ich bin ehrlich. Du siehst aus wie eine gut genährte... Kackwurst. Das würde ich so nicht sagen. Hier ist Radio 1. Wir sind immer noch unterwegs auf der Suche nach dem großen Clash der Kulturen. Hamburger versus Döner. Wer ist an der führenden Spitze hier gerade in Berlin? Das gilt es rauszufinden. Noch vieles mehr. Was für ein wahnsinniges Thema. Was für eine tolle Sendung. Was für ein sympathischer Typ bin ich eigentlich. Hier ist Olli Schulz. Hier ist ein bisschen Musik. Weißt du, was mir an Kreuzberg manchmal nicht gefällt? Joachim Winterscheid. Willst du wissen, was mir an Kreuzberg manchmal nicht gefällt? Die Kreuzberger selber.
Das autonome, individuelle Volk. Da war ich neulich im Supermarkt und vor dem Supermarkt war ein riesiger Hund. Und dann war da so eine Frau und die hat sich nicht getraut, aus dem Supermarkt rauszugehen und meinte dann zu der Punkerfrau, die Inhaberin des Hundes war, könntest du bitte deinen Hund zur Seite nehmen? Ich habe Angst vor Hunden. Ich bin mal gebissen worden von einem Hund. Und dann sagt das Punkermädchen, Alter, dann hau doch ab aus Kreuzberg. Dann geh doch nach Schöneberg oder so, wenn du Angst vor Hunden hast. Was ist das für eine Begründung? Ich habe eine ähnliche Szene mal in Moabit erlebt, wo so eine etwas, sag mal, reicher aussehende Dame im Winter im Pelz an der Kasse stand und hinter ihr war halt so der klassische Moabiter, der im besten Berliner Slang, den ich leider nicht wiedergeben kann, meinte so, du Diplomatenfotze, geh sterben. Sehr viel Herz. Aber so aus dem Nichts. Da stehst du nur im Pelzmantel an der Kasse und dann wirst du als Diplomaten. Einfach so, ohne Beweggrund. Wir sterben auch noch. Also ich wusste gar nicht, wie man darauf reagieren sollte. Tja, Kreuzberg ist halt auch so ein Auffangbecken für Menschenhasser. Oder? Kann man das so sagen? Du wohnst in Kreuzberg. Ach so, ja, ich weiß. Tadim wurde 1986 gegründet, ist einer der führenden Dönerläden seit 25 Jahren in Berlin. Die Inhaber verstehen sich als Spezialisten der Dönerproduktion. Das Dönerfleisch wird lange Zeit gewürzt, eingelegt und kommt dann erst an den Spieß. An dem Spieß angelangt, wird es dann sofort natürlich weiterverarbeitet, wird gegrillt und kriegt eine Knusprigkeit außen hin, die andere Dönerläden seit Jahren versuchen zu kopieren. Das klappt nicht so ganz. Das liegt daran, dass Tadim ein Geheimrezept beherrscht. Und dieses Geheimrezept gilt es herauszufinden. Das ist meine Aufgabe heute zusammen mit Joko Winterscheid. Der große Clash der Kulturen, Döner versus Hamburger. Der Hamburger führt, jetzt geht es aber in die Döner-Richtung. Und ich bin mir sicher, wir werden heute noch einiges vom Döner zu hören kriegen. Hast du Bock auf den Döner, Joko? Gerade irgendwie gar nicht. Der Burger war so gut und ich bin so satt. Aber der Journalist in mir sagt, wir müssen jetzt noch was essen. Und der Journalist in mir sagt, wir müssen auf alle Fälle einen Döner essen. Der Döner wird vor allem auch, sag ich mal, spezifiziert sich über die... Spezifiziert. Spezifiziert sich, genau. Das ist ein kleines Wortspiel. Du bist wahnsinnig gut. Der spezifiziert sich über die Marinade, mit der er eingerieben wird. Da gibt es verschiedene Arten. Es gibt einmal diese Kokos-Bananen-Mischung, dann gibt es aber auch so einen Chili-Kram oder einfach einen ganz soliden Pfeffersalz-Teller, in dem man einfach den Döner spieß tunkt. Da gibt es so verschiedene Varianten, verschiedene Facetten und daran erkennt man auch die verschiedenen, sag ich mal, politischen Gesinnungen der einzelnen Dönerverkäufer. Es gibt nämlich Dönerverkäufer, die halt, sag ich mal, rein antimaterialistisch leben. Die machen einfach nur Salz und Pfeffer dran. Und dann gibt es aber auch sozusagen die Großmongolen der Dönerszene, die dann halt gerne mal so eine Bananen-Kokos-Curry-Mischung machen und versuchen, orientalisches Gefühl in den Döner zu legen. Was genau richtig ist, das weiß ich auch nicht. Was denkst denn du, Joko? Ich will Musik hören. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Der Döner macht schöner. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Der Döner macht schöner. Ja, Sie sind immer noch bei der kulinarischen Sondersendung von Radio 1, 16 um 2 mit Joko Winterscheid und Olli Schulz. Heute 16 und 2, du machst mich wahnsinnig. Warum kannst du dir diesen Namen nicht merken? Du hast 16 um 2 gesagt, das macht keinen Sinn. 16 und 2, habe ich gesagt. 16 und 2 ist nicht viel besser, das weiß ich selber mittlerweile auch. Aber wir müssen zumindest versuchen, den Hörer daran zu gewöhnen, dass zweiwöchentlich sonntags ein und die gleiche Sendung stattfindet und nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir alle 14 Tage diese Sendung, was wir natürlich machen, neu erfinden, aber inhaltlich zumindest beim gleichen Namen bleiben. Du hast vollkommen recht, ich muss nochmal nachdenken. Hier ist Olli Schulz und hier ist Joko Winterscheid in dem großen... Warum sagst du meinen Namen immer mit? Warum kann ich meinen Namen nicht mal selber sagen? Weil ich versuche, dir ein bisschen Arbeit abzunehmen. Marion sitzt ja auch noch im Auto, unsere Redakteurin. Ja. Komm, lass uns anziehen und rausgehen. Ja, genau. Unsere Sexgespielin und Redakteurin Marion muss sich noch anziehen, dann können wir zum Dönerladen. Ziehst du dich mal kurz an für uns? Mach ich. Raus geht's, ab zum Dönerspieß. Gab's da nicht in der DDR auch Döner? Ich glaube nicht, ne? Ich muss noch kurz eine Geschichte erzählen. Etwas Unglaubliches ist mir vorgestern passiert. Ich saß mit zwei Freundinnen von mir draußen in einem Café und wir haben Alkohol. Dönerstag. Nee, wir haben Alkohol getrunken und haben gequatscht. Auf einmal kam ein Mann vorbei und fing an, irre aussehender Mann, fing an, eine Geschichte zu erzählen. Er erzählte folgende Geschichte. Drei Männer liebten eine Frau, doch die Frau nahm keinen von ihnen zum Mann, sondern sie heiratete einen Professor aus Afghanistan, schlief aber nie mit ihm. Und dann ist er weitergegangen und die Geschichte ging nicht weiter, was mich wahnsinnig verrückt macht, weil ich bis heute wissen will, wie diese Geschichte weitergeht. Ruf doch auf, sag, er soll sich bitte bei dir melden. Ich glaube nicht, dass der Radio hört. Nee. So, wir sind auf dem Weg zu Tadim. Bis dahin, Tadim, Tadim, noch ein bisschen Musik. Tadim, Tadim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Uns kann jedenfalls keiner vorwerfen, dass wir uns nur in den Saubermann-Gebieten von Berlin rumtreiben. Nee, das ist wirklich, ne? Wir sind schon wieder hier
Das ist so ein bisschen unsere, wir sind wieder hier. In unserem Revier. Mal nie wirklich weg. Wir riechen den Dreck. Haben uns nur versteckt. Und jetzt geht's los zum Tadim-Tadim-Dönermann. Mir ist ein bisschen schlecht vom Burger. Mir auch, wir teilen. Nicht schlecht, aber ich bin so voll gefressen. Darf ich euch nachher noch zu einer Tasse Bubble Tea einladen? Nee, Bubble Tea ist ja wirklich, das ist, ne, das muss man einfach mal sagen. Das hast du so schön auf deinem Konzert auch gesagt. Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist die unnützeste Erfindung auf der ganzen Welt. Laden ist auch gähnend leer. Wirklich. Und es ist widerlich. Es schmeckt scheiße. Es sieht scheiße aus. Ja, es ist so eklig im Mund. Vollidioten. Absolut. Trinken die, oh, das ist Quatsch. Hallo. Wir haben Hunger. Gehen wir auch raus. Sehen wir, guck mal, wie dünn wir sind. Kriegen wir einen Döner? Bitter heißt das. Kriegen wir bitte einen Döner. Kriegen wir, nein, wirklich, ich brauche nur einen. Er hat schon gerade gegessen. Er hat schon Burger gegessen. Wirklich? Ja. Wir machen gerade für Radio 1 eine Umfrage und uns interessiert, was geht besser, Döner oder Burger? Fremd zu gehen ist ungesund. Fremd zu gehen ist ungesund. Das stimmt, ne? Wenn man das rauskriegt. Aber dann müsste ich ja mit dem Döner verheiratet sein, wenn ich fremd gehen würde. Sind Sie mit dem Döner verheiratet? Sehr lange. Sehr lange schon? Sehr Wie lange schon? Wie lange machen Sie schon? Sehr lange. Seit 20 Jahren. Ist es Ihr Laden? Nein. Oh, ich habe überhaupt keinen Hunger gerade, ne? Mir ist ein bisschen schlecht. Oh, es ist nicht das, wonach es aussieht. Was trinken wir denn? Wollen wir noch was zu trinken? Möchtest du was trinken? Ja, ich trinke, was du trinkst. Fanta. Der schöne Oliver steht da gerade. Nimmt seinen Döner entgegen. Boah, sag mal, wie viel Geld hast du denn im Portemonnaie? Tourkasse noch. Das ist aber dann nicht mehr viel von der Tourkasse übrig. Ja, vor mir lacht mich gerade ein Döner an. Ich habe überhaupt keinen Hunger, weil ich gerade... Ich habe auch leider gar keinen Hunger. Hunger, weil ich gerade habe. Aber ich muss sagen, ich finde das Konzept der Sendung genial. Man ist satt, ne? Und man hat 2 Stunden über etwas gesprochen, von dem man nur einen Teil dann am Ende auch gerecht werden kann. Weil wir müssen jetzt aus professioneller, journalistischer Sicht unbedingt diesen Döner essen. Wir können das jetzt nicht einfach sein lassen. Oh, denn hier geht gleich eine Schlägerei los, weil wir... Oder Schießerei sogar... Ach nee, das finde ich auch mal interessant, auf so einem Entstörungsdienstwagen vor einer Gazak unterwegs sein. Ja, was machen die den ganzen Tag? Sind die jetzt auf dem Weg zu einem Leck, was jetzt jede Sekunde in die Luft fliegen könnte? Oder zu irgendjemand, der es wieder mal nicht geschafft hat, einen DVD-Player an den Fernseher anzuschließen? Ja, oder jemand, der vielleicht in der Küche sitzt, den Gashahn aufgedreht hat und nicht mehr weiß, wie er ihn zukriegt. Oder mit dem Schlauch vorm Gashahn sitzt und... Ach, da will man. Ja, das war das Bild, was ich erzeugen wollte, ich wollte es aber nicht aussprechen. Ja, ich würde gerne dir gleich noch was erzählen, was halt privat ist, was auch mit dem Döner zusammenhängt. Erstmal beißen wir jetzt hier rein, hören ein bisschen Musik. Ich habe noch eine schöne Dönergeschichte, die ich gleich gerne erzählen würde. Ich habe auch noch eine schöne Dönergeschichte. Hast du wirklich? Ja. Dann hören wir ganz kurz einen Dönersong. Jetzt kommt ein schöner Dönersong, kein Dönersong, sondern ein schöner Song. Und danach erzählen wir uns beide unsere schönsten Dönergeschichten. Oh, küss mich. Radio 1, 16 und 2. Zurück bei Radio 1, zurück bei Tadim, dem Dönermann Nummer 1 und Joko Winterscheiß, Jürgen Winterscheiß. Ich bin hier immer noch mit Jürgen Winterscheiß. Und zusammen essen wir jetzt... Ich habe letztens ein Kumpel das erste Mal Joko Winterreifen genannt. Fand ich auch lustig. Das stimmt. Ist ja noch nie einer gemacht? Nee, noch nie hat einer dieses Winterdienst, Winterreifen, der nennt mich immer Winter irgendwas. Und ich musste sehr lachen, als er gesagt hat, hey Winterreifen, wie geht's? Das ist echt witzig. Ja. So, Windy, jetzt beiß mal rein in den Döner. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz. Der Döner besteht aus einem leicht krossen, angerösteten Brot. Das war früher, Anfang 90er Jahre, noch nicht so. Genau, aber das ist auch Unterschied. Das gibt es immer noch. Ich glaube, es hängt davon ab, bei welchem Kulturkreis der Türken man das holt. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich so von türkischer Region zu Region, wenn man glaubt, dass es wirklich aus der Türkei kommt, unterschiedlich. Und wir haben jetzt hier einen, der kommt aus der Gegend, wo das Brot kross sein muss. Dazwischen befindet sich frisch aufgeschnittenes... Könnte Bärlauch sein, glaube ich aber nicht, wäre zu dekadent. Auf jeden Fall frischer Salat, rote Zwiebeln, was gut ist, denn rote Zwiebeln sind geschmacksintensiver. Und frisches Kalbsfleisch wird es wahrscheinlich sein. Und Hühnerfleisch. Hühnerfleisch, bist du dir sicher? Tatsächlich Hühnerfleisch, aber Fleisch im Ganzen. Das heißt, keine billige Hack. Es gibt ja auch die 3 Säulen des Döners. Ne? Es gibt die ganz miesen, reinen Hackdöner, wo alles einfach nur noch so Kuttermasse ist. So eine Matschepatsche. Matschepatsche, genau, wie so Pressspan. Dann gibt es den Mischmasch, da kommt dann alle 3 Meter kommt dann mal eine Lage Fleisch und dann kommt wieder Pressmatschepatsche. Und dann gibt es die wie hier, bei Tadim, wo du einfach
Fleisch. 100% das. Ich beiß jetzt einfach mal rein. So, jetzt. Wir sind schon aktiviert. So, und jetzt hat er gerade reingebissen. Ganz lassiv. Gut. Ist lecker? Ey, jetzt ohne Scheiß. Der ist unglaublich. Wirklich so gut? Wirklich so gut. Der hat ja vollkommen recht gehabt. Aber kein Witz, echt, das ist der absolute Hammer. Das ist der beste Döner, den ich je gegessen habe. Du übertreibst. Nee. Was ist daran so gut? Erklär, versuch unseren Zuhörern das zu definieren. Du hast ja schon so schön versucht zu erklären, dass es so Menschen gibt, die man irgendwas da oben noch draufstecken und dann irgendwie eine Banane, Kokos und so. Das ist einfach, ich glaube, es ist sehr, sehr naturbelassen, was ich mag. Man könnte ihn auch einfach nur mit Pfeffer und Salz vielleicht zu sich nehmen. Aber es ist eine sehr ausgewogene Soße. Und die Mischung der Kräuter, die da drauf sind, als auch der Salat, als auch die Zwiebeln, in Kombination mit dem Brot und diesem perfekt angerösteten Hühnchenfleisch, das ist mein neues Leibgericht. Das ist ernsthaft, das ist, also, da können, ach, das ist unglaublich. Muss ich hören. Besser als der Hamburger eben noch sogar? Kann man da schon einen Vergleich ziehen? Nee. Entschuldigung, muss kurz essen. Das ist echt, ich beiß auch mal kurz ab, ja? Wirklich gut. Oh ja. Das Fleisch ist lecker. Ja, so kross, ne? Ist halt nicht so. Super. Wahnsinn. Sehr gut. Bester Döner, kein Scheiß, bester Döner, den ich hier gegessen habe. Der kommt aber auch vom Land, er kennt den nicht so aus. 100% Kalbfleisch. Ach, Kalbfleisch ist das? Okay, wir haben gesagt, das ist Hühnchen. 100% Kalbfleisch. Wow, der ist echt. Sehr guter Döner. Wahnsinn, oder? Also, ich will mal gerne eine Sache festhalten. Stellvertretend für alle Burgerläden in Berlin haben wir jetzt heute nur einen überprüft. Bürgermeister. Stellvertretend für alle Dönerläden in Berlin haben wir nur einen überprüft. Tadim Lamasun Vekabab Salunu am Kodi. Und ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Wir waren bei beiden Male in den absoluten Top-3-Läden wahrscheinlich, was die Qualität des Essens als auch die Personalien, muss man ja auch damit einbeziehen. Ne? So wie man sitzt. Ich finde, man sitzt hier ganz fantastisch. Ja. Und man muss ja nicht so lange warten wie beim Bürgermeister. Das stimmt, aber ich glaube, weil jetzt auch gerade die Mittagszeit hier rum ist und wir während der Mittags-Rush-Hour beim Bürgermeister waren. Ich habe eben versucht, so ein bisschen den Burger stärker ins Licht zu rücken als den Döner. Aber jetzt muss ich sagen, der Döner kommt gerade in ganz großen Schritten und springt auf den Hamburger drauf, weil das ist wirklich ein Mega-Döner. Entschuldigung. Du merkst, dass du dem Döner Unrecht getan hast und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Genau, ich möchte mich bei allen entschuldigen. Bei allen Dönern entschuldigen. Ich möchte mich bei allen Dönern dieser Welt entschuldigen. Ja, Entschuldigung angenommen. Das ist wirklich lecker. Joko, wenn du gerade isst, würde ich dir gerne meine Dönergeschichte erzählen. Oh ja, bitte. Ich habe mal ein Konzert in Dortmund gespielt. Aha. Und nach dem Konzert wollte ich unbedingt was essen. Dann waren die so nett und haben mein Essen schon abgebaut im Backstage-Bereich, während ich auf der Bühne war, der Veranstalter. Und es gab in der ganzen Stadt nichts mehr zu essen. Da bin ich durch Dortmund gelaufen und habe neben einer Großraumdisco einen Dönerladen entdeckt. Da gab es Döner Dürüm. Das sind diese im Fladenbrotmantel, die man so umwickelt, also wo man den so wickelt. Und da musste ich super lange anstehen, 20 Minuten, weil die ganze daneben an war eine Disco und die ganzen Leute haben da angestanden. Und dann war ich irgendwann da dran und der Dönermann, der hat wirklich wie in Akkordarbeit, wie bei Wetten, dass bei so einem Versuch versucht, einen Döner nach dem anderen da abzufertigen. Und dann war ich irgendwann dran, ich bestelle mir einen Döner Dürüm, er rollt ihn, dann gucke ich dem Typen auf die Stirn und der hat total geschwitzt. Und dann sehe ich, beim Zusammenrollen löst sich ein Schweißtropfen von seiner Stirn und knallt direkt in meinen Döner hinein. Er wickelt das ein mit dem Schweißtropfen, drückt es mir in die Hand, 2,50 €. Ich habe dann auch geistesgegenwärtig nichts gesagt, sondern den angenommen, bezahlt und stand draußen mit diesem Döner, von dem ich wusste, in der Mitte ist ein Tropfen Dönermann-Schweiß. Jetzt meine Frage, hättest du den Döner noch gegessen, den Döner Dürüm? Wenn du weißt, es gibt nichts anderes mehr in dieser Nacht und du hast wirklich Hunger? Boah, das ist eine knifflige Frage. Wahrscheinlich schon, ne? Marion, hättest du den noch gegessen? Ich habe auch gerade gedacht, wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich so versucht, außen rum zu essen. Genau das habe ich gemacht. Ich habe den Döner Dürüm von beiden Enden so weit gegessen, bis ich dachte, ich habe jetzt ungefähr die Mitte, wo der Döner-Schweißfleck drin ist. Und dann bin ich ins Hotelzimmer gegangen, habe das Mittelstück, wo ich dachte, da ist das Schweiß drin, habe ich dann auf den Nachttisch gelegt, bin eingeschlafen. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe Frühstück verschlafen gehabt, habe ich das Mittelstück auch noch gegessen.
Kann ich jetzt mal deine Dönergeschichte hören? Meine Dönergeschichte. Ich bin betrogen worden um ein Erfolgskonzept. Und wir hatten früher immer im Freundeskreis in Hamburg. Da gibt's dann in der Schanze gibt's auch so einen geilen Dönerladen auf der Ecke, wo weltbester Döner hergestellt wird. Und da sind wir immer jeden Donnerstag hingegangen. Und irgendwann haben wir diesen Donnerstag zum Dönerstag gemacht. Also wir haben uns wirklich jeden Donnerstag mit so 10, 12 Leuten da getroffen. Und irgendwann meinte der Johnny von dem Laden zu uns, sag mal Jungs, ihr seid jeden Donnerstag hier, warum macht ihr das? Und dann haben wir ihm gesagt so, das ist der Dönerstag für uns. Fand er total gut, fand er lustig. So, und dann haben wir irgendwann aufgehört damit, weil der Freundeskreis sieht auch so ein bisschen, ja, jeder hat wieder so was anderes gemacht. Das war so ein halbes Jahr cool und dann war es aber nicht mehr cool. Dann sind wir irgendwann so nach einem Jahr nochmal dahin, Donnerstags, und dann hieß der Donnerstag bei dem im Laden Dönerstag. Der hat uns 1:1 die Idee geklaut und hat dann so Special-Sachen gerade angeboten. Es war immer der Dönerstag, war der besondere Tag, weil ich weiß nicht mehr, wie der Laden heißt, aber es fand ich eine Riesenfrechheit. Und dann sind wir zu ihm gegangen und meinte so, Alter, kannst du dich noch erinnern, dass wir dir das gesagt haben, das war unsere Idee. Und dann hat er gesagt so, nein, das war nicht eure Idee, das hab ich erfunden. Das ist ja eine Schweinerei. Und habt ihr irgendwas gemacht dann noch? Wir haben einen Brandsatz reingeschmissen. Ja. Und den Laden gibt's halt nicht mehr. Sehr schön. Aber das ist ja echt eine Schweinerei. Mir wurden auch schon einige Ideen geklaut. Ne? Ich habe ja die schlimme Befürchtung, den Spruch leider geil, den sage ich seit Jahren, dass das Deichkind von mir geklaut haben. Wirklich? Wirklich. Ich sage seit Jahren immer, ist leider geil. Ne? Und das sage ich wirklich seit 5, 6 Jahren schon. Ne? Ich glaube, es haben die geklaut. Trotzdem, Tribute zu Deichkind, hier ist leider geil. Kleine chinesische Hände, nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneaker, leider geil. Liebe Radio 1-Hörer, wir befinden uns jetzt gerade hier, wo alles angefangen hat. Ein toller Tag neigt sich dem Ende. 2 Stunden Joko Winterscheid und Olli Schulz. Wir waren Döner essen, wir waren Hamburger essen. Was hat dir besser gefallen? Ich finde, wir würden einem von beiden Unrecht tun, wenn wir niemanden bevorzugen. Es ist ein trauriges Ergebnis, wenn ich jetzt von einem Unentschieden spreche. Wenn ich rein geschmackssensorisch sagen müsste, was mir besser gefallen hat, würde ich einen Hauch lieber Burger essen. Ich auch. Weil er einfach wirklich unglaublich gut gewesen ist. Aber ich muss sagen, ich habe lange keinen Döner mehr gegessen, weil ich irgendwie auch genau wie viele andere anscheinend gerade so übersatt von dem Zeug gewesen bin. Aber der Döner hier da bei Tadim, ne, der, wenn der nicht so weit weg wäre, ich würde wieder mehr mit Döner essen. Vor allem, weil der so frisch war. Man hat da so reingebissen, ja, und da waren so tolle Gewürze drin. Die Farben waren auch so toll. Das hat einen so auf ganz vielen Ebenen angesprochen. Na, die Farben, das lag eher daran, dass wir da gerade am Kotti waren, glaube ich. Und ja, aber es war toll. Das war wirklich toll. Es war ein schöner Zeitraum, den ich wieder mit dir verbringen durfte. 2 Stunden lang, unsere gemeinsame Sendung. Ich würde auch sagen, der Döner ist immer noch unangefochten einer der größten führenden Fastfood-Produkte, die es in Berlin zu kaufen gibt. Allerdings, der Hamburger ist am Expandieren. Der Hamburger hat mir auch wahnsinnig gut geschmeckt. Dieser zerlaufene Käse, das ist ein bisschen das Geheimrezept beim Cheeseburger, dass der Käse gut ist. Und wenn ich dir jetzt so direkt auf deinen Mund gucke und dann von verlaufenden Käse rede, dann muss ich sagen, es wird Zeit, diese Sendung zu beenden. Okay, lass uns einfach aufhören. Ich sage vielen Dank, dass Sie zugehört haben. In 14 Tagen hören wir uns wieder, wenn Sie wollen. Oder ist Sommerpause jetzt? Sommerpause. Machen wir Sommer. Sommerpause machen? Wir machen Sommerpause. Geil, ich hab Bock drauf. Machen wir Sommerpause. Dann hören wir uns nächsten Januar. Und zwar, keine Ahnung, wann es weitergeht. Egal, aber ich hätte Bock jetzt nochmal dahin zu gehen, nochmal einen Burger zu essen. Lieber der Anführer, schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, wie unsere mit Käse verschmierten Münder sich Ihren Mündern nähern. Das war unsere Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.